Ihr nehmt einfach eine Farbe, habt diesen Becher. Die Farbe gebt ihr rein, sodass der Boden bedeckt ist mit der Farbe. Ja. Dann gebt ihr Wasser ein, und zwar etwa ein Drittel des Bechers und zwei Tropfen Spülmittel. Dafür muss ich natürlich jetzt mal eben in die Küche. So, ich habe jetzt noch einen kleinen und einen großen Löffel geholt. Den kleinen nehme ich hier jetzt einmal zum Durchrühren, sodass die Farben und das Wasser sich ganz gut vermischen können. Und jetzt den Strohhalm hinein. Ihr könnt jetzt entweder direkt auf die Rohkeramik blubbern oder ihr könnt auch auf bereits bemalte Fläche blubbern. Ich habe ein wenig nur vorlasiert, ganz wenig, und die Kohls, die sollten jetzt auch schwimmen. So, und hinein. Ihr könnt aber auch, falls ihr sagt, Mensch, das funktioniert jetzt nicht, dann habt ihr auch die Möglichkeit, einfach den Becher zu nehmen. Und direkt hineinblubbern. Ihr könnt natürlich auch mit mehreren Farben hintereinander blubbern. Die Blubber, die platzen dann direkt von selbst. Und dann entsteht das Muster. Damit ihr ungefähr sehen könnt, wie es denn dann aussieht, wenn es gebrannt ist, dann ist das so. Was die Blubber betrifft, je dunkler die Farben sind, umso intensiver und umso besser sieht man natürlich auch die Blubber. Je heller, umso schlechter sieht man sie. Also deswegen ist zu empfehlen, immer dunklere Farben zum Blubbern nehmen.